Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute etwas über Mini- oder Portionsgläser erzählen. Da kann man sagen, wieso, das sind doch einfach nur kleine Gläser. Das stimmt nicht. Da gibt es tatsächlich Verwendungstipps dazu und doch noch eine Menge drüber zu sagen. Und das werde ich in diesem Video tun. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Fangen wir doch einfach mal im Urschleim an. Vor 20 Jahren fing ich an, mich mit Gläsern zu beschäftigen. Und vor diesen 20 Jahren gab es kaum Gläser zu kaufen. Es gab nur dieses typische Wurstschlachterglas, was man vielleicht, wenn man Glück hatte, beim Schlachtereibedarf kriegte. Und ansonsten gab es sie nicht. Also sowas hier gab es schon gar nicht. Und als mein Mann und ich damals mit diesen paar Gläsern, die wir hatten, anfingen, wurde ganz schnell klar, dass Leute unbedingt diese kleinen Gläser haben wollten. Natürlich waren das auch Verbraucher, so wie ihr und ich, aber es waren auch Hotels und Restaurants und kleine Abfüller, die wollten dieses Glas und es war wirklich schwer zu bekommen. Damals gab es tatsächlich nur drei Sorten. Es gab dieses hier, ein typisches Rundglas 53 Milliliter. Bis hier hat es eigentlich nur 40 Milliliter ungefähr. Dann gab es diese Art von Glas. Das hier ist eine schöne Form davon. Damals das Glas, das war potthässlich. Da sitzt der Deckel noch nicht, das sitzt so weit weg von dem Körper, das sieht wirklich hässlich aus. Und dann gab es das wunderbare Sechseckglas. Die Sechseckgläser waren damals übrigens sowieso der absolute Knüller. Also dieses Sechseckglas, auch das größere Marmeladenglas, das lief für die ersten 8 Jahre wie verrückt. Dabei ist das eines der unpraktischsten Gläser, die die Welt jemals gesehen hat. Bevor ich aber anfange, etwas mehr in die Geschichte und die Entwicklung dieser Gläser reinzugehen, weil heute gibt es natürlich ein paar mehr, würde ich gerne mal erzählen, wie man mit diesen Gläsern überhaupt umgeht. Denn da gibt es so ein paar Tücken, wo einige Leute drüber stolpern, die aber gar nicht so klar ausgesprochen werden. Tücke Nummer 1. Diese Gläser lassen sich ganz schwer befüllen, denn wir haben ja nun meistens Marmelade oder Gelee oder Dickflüssiges und jetzt nehmen wir einen Marmeladentrichter und er passt genau nicht. Dieser hier ist noch relativ klein, aber die normalen, auch die man sonst so kriegt, auch Edelstahl, passen da einfach nicht rein. Wollen wir das mit so einem Trichter machen, da drückt man eine Marmelade durch. Das funktioniert überhaupt nicht. Da gibt es eine Sache, die man sehr gut machen kann, und zwar, wenn man relativ flüssige Marmelade hat, man nimmt einfach eine Kanne, füllt die Marmelade um und füllt dann die Marmelade ins Glas. Das andere, was ich noch gefunden habe, Halleluja, vor einigen Jahren, ist, ich habe einen Babyflaschentrichter gefunden, der exakt da reinpasst. Das ist auch eine große Hilfe beim Abfüllen in diese Gläser. Tücke Nummer 2. Wir haben ja die Regel, ich nehme mal ein etwas größeres Glas, dass wenn wir ein Glas verschließen, setzen wir den Deckel drauf, wir drehen bis zum ersten Widerstand und dann ein kleines bisschen mehr und dann sitzt der Deckel eigentlich recht gut drauf. Gerade bei Minigläsern, das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Deckel so klein ist, gibt es das Problem, wir drehen das drauf, gehen bis zum ersten Widerstand, drehen ein bisschen weiter und jetzt muss ich aufpassen, der fällt ab. Also es geht nicht. Man kann es da ein bisschen mehr, aber da auch ganz leicht, zapp, ist es wieder ab. Das verunsichert ganz viele Leute. Man kriegt diese Gläser zum Teil nicht gut zu. Bei manchen Gläsern, wie bei dieser Form, da geht es meistens noch recht gut hier. Aber dann gibt es wieder andere Formen, wie dieses hier. Das ist schrecklich. Guckt euch das mal an hier. Kleines bisschen und zack, ist es auf. Da, also selbst wenn man doller zudreht, geht es nicht wirklich zu. Hier ist die Lösung, etwas zu machen, was eigentlich nicht getan werden sollte, nämlich man wendet rohe Gewalt an. Das heißt, man nimmt den Deckel und dreht ihn tatsächlich so fest drauf, dass er nicht mehr abfallen kann. Auch bei diesem Glas geht das tatsächlich, man dreht drauf, man dreht ein kleines bisschen weiter, hält nicht, also mal ein bisschen zudrehen, kein Problem. Ist die einzige Lösung, die wir haben. Und die dritte Tücke ist, wir füllen die Marmelade ab. Wir haben vielleicht sogar einen Deckel mit Button, der uns zeigt, dass das Vakuum intakt ist. Und das Vakuum zieht sich nicht rein. Machen wir das Glas dann auf, macht es doch plopp. Und dann sagen wir, Mann, so ein Mist, ich habe jetzt gedacht, das wäre nicht richtig zu. Wäre aber zu gewesen, kann ich aber nicht sehen, ist ja blöd.
Das liegt daran, dass wir hier nur einen ganz wenigen oder einen kleinen Luftraum haben. Es ist einfach nicht genug Luft da, die, wenn sie sich zusammenzieht, genügend Kraft aufbringt, um den Deckel reinzuziehen. Das heißt, wir haben hier manchmal so ein Problem, dass man wirklich nicht sehen kann, ist das Vakuum intakt oder nicht. Besonders wenn man Buttondeckel nimmt, sieht es so aus, als wären die Dinger nicht zu. Die Lösung dafür ist einmal, dass man sich bemüht, das Glas nicht zu voll zu füllen. Das hilft in vielen Fällen. Das heißt also, wenn wir vielleicht sonst vielleicht sogar ein bisschen bis in die Mündung reingefüllt hätten, füllen wir beim Miniglas wirklich nur bis zur Schulter und meistens löst es das Problem. Eine weitere Lösung ist, wir benutzen einfach keinen Deckel mit Button, weil dann hat man das Problem nicht. Es ist ja letztlich nur der Button, wo man sieht, dass der nicht reingezogen ist und dann denkt man, oh Gott, das ist nicht zu, obwohl es zu ist. Und man kann es auch einfach überdecken, indem man einfach den Button weglässt. Dann gibt es zu der Verwendung noch eine Sache zu sagen, die ich sehr wichtig finde, ist, und zwar, man sollte sich das richtige Mini- oder Portionsglas suchen, das für den Zweck passt. Und da habe ich mich früher schon sehr drüber aufgeregt. Ich werde jetzt am Ende des Videos nochmal über die Geschichte gehen, weil ich habe es nämlich auch für mich selbst lösen können. Dieses Glas für Pesto benutzt, ist eine Plage. Denn wir bemühen uns, dieses Pesto zu machen. Und jeder, der Pesto gemacht hat, weiß, dass wenn wir eine Menge Kräuter haben, nur ein ganz bisschen übrig bleibt, dann füllen wir das in so ein Glas. Und egal, ob man es selbst benutzt oder es verschenkt, der Beschenkte kriegt es nicht aus den Ecken. Das ist wirklich richtig ätzend. Füllt man ein Pesto in so ein Glas, ist es immer noch schwierig, weil man hier oben eine Schulter hat. Aber da hilft dann auch manchmal ein gutes, gut gewieftes. Also da kriegt man es dann auch noch raus. Das geht noch, weil es keine Ecken hat. Dann gibt es noch so schöne Gläser wie diese hier. Die sind natürlich auch total ungeeignet für Pesto. Die sind aber zum Beispiel genauso wie dieses hier unheimlich gut geeignet für Kräutersalz. Wenn man jetzt ein Kräutersalz hat und man will nicht so viel haben, ist natürlich ein Mini- oder Portionsglas eine super Abfüllmöglichkeit. Und hier haben wir mit den Ecken nicht wirklich ein Problem. Da kann man einfach mal ein bisschen rausschütteln und dann kommt es auch raus. Für Marmeladen, Gelees und Chutneys und solche Sachen finde ich auch solche Mini-Gläser, so schön sie aussehen, nicht unbedingt ideal, wegen der Schulter. Allerdings haben die einen großen Vorteil, denn die haben eine etwas größere Öffnung als der TO43. Hier mal zum Vergleich. Das heißt, man kommt viel besser rein und kann es so dann auch besser rauslöffeln. Das ist eigentlich alles, was es zu der Verwendung der Gläser zu sagen gibt. Es gibt noch mehr dazu, wenn man die geschichtliche Entwicklung dieser Gläser anschaut. Und die würde ich euch gerne jetzt erzählen. Ich habe natürlich zu diesen Mini-Gläsern oder Portionsgläsern eine besondere Beziehung, weil mich hatte ja das Thema Glas damals unheimlich angepiekt. Ich wollte es unbedingt wissen und hatte so viel zu lernen darüber, weil ich auch so viele Fragen gekriegt habe. Und da gab es ja nun diese drei Gläser. Das ist, wie gesagt, jetzt 20 Jahre her. Das waren die einzigen, die frei verfügbar waren. Das Glas, das es noch gab, war das Bon Moment Glas. Das hat jeder immer geliebt. Also ich kenne, glaube ich, keinen, der sich sowas nicht mal im Hotel geklaut hat, weil es einfach ein tolles Glas ist. Es war hat ein bisschen mehr Füllmenge, ist ein Sturzglas, man kriegt alles super raus, hat auch einen etwas größeren Deckel. Aber dieses Glas wurde spezifisch für Bon Moment produziert. Das heißt, keiner kam da dran, es sei denn, man hat es mitgehen lassen. Da saßen wir und die Kunden nun fest mit diesen drei Gläsern, von denen ich wirklich 2,5 total doof finde. Aus den besagten Gründen. Dieses hier war 0815 und selbst hier ist es so, die Füllmenge, wenn man da eine schöne Marmelade drin hat, reicht genau nicht für zwei Brötchenhälften. Das hat mich echt total geärgert. Bei diesem hier noch schlimmer. Also diese Form sieht ja noch relativ gefällig aus. Das Glas, das sah auch so aus, aber da war der Deckel vom Rand so hoch weg, dass das wirklich potthässlich war. Und auch da kriegte man noch nicht mal eine Brötchenhälfte mit voll. Fand ich blöd. Und hier kriegte man nichts raus. Also ich war damit total unzufrieden. Was mich aber noch mehr betroffen hat, war, die Hotels kamen ja nun erstmalig wirklich an Gläser ran, auch in kleineren Mengen, und wollten diese Mini-Gläser haben, weil die fingen natürlich sofort an, Dinge in diese Gläser abzufüllen, auch als Giveaways, so neben dem Bett oder auf dem Bett für die neuen Gäste und sowas. Und
Was ist das bloß für ein doofes, langweiliges Glas? Und da kam dann ein Zufall, der zu unserem ersten Glas führte. Denn, ich weiß nicht, ob ihr dieses Glas kennt, das ist eigentlich ein Kulturgut. Das ist ein Glas, so eine Form von Glas gab es schon seit Ewigkeiten. Das wurde meistens von den Recycling-Glaswerken, die meistens in Spanien angesiedelt waren, produziert. Und wir hatten es auch im Sortiment. Und ein paar Jahre später, nachdem wir die Firma gegründet hatten, ging das letzte Werk, das dieses Glas, was wirklich ein altes, tolles Glas war, pleite. Und dieses Glas sollte es nicht mehr geben. Das hat mich dann damals dazu bewogen, das erste Mal ins kalte Wasser zu springen und ein eigenes Glas zu produzieren. Wir haben also dieses Kulturgutglas genommen und ich habe es einfach etwas größer gezeichnet, weil ich ja nun die Erfahrung hatte, dass dieses Glas hier 50 Milliliter randvoll, Marmelade also nur 35 Milliliter, höchstens 40, und ich wusste, dass das genau nicht für ein Brötchen reicht. Also habe ich gedacht, unser Mini-Glas muss 50 Milliliter haben. Gesagt, getan. Unser Glas hatte dann tatsächlich hier bis zur Schulter ein Nennvolumen, wie wir das nennen, von 50 Milliliter. Das ist ja aber nun ein Korkenglas. Das heißt, für Marmelade ist das nicht verwendbar. Und da haben wir dann das erste Mal etwas ganz Freches gemacht, denn wir haben einen Mündungswechsel genommen. Wir haben also das Glaswerkzeug, das das hier produziert hat, so erhalten und nur diesen oberen Teil ausgetauscht und diesem Glas eine Twist-Off-Mündung gegeben, damit dieses Glas auch als Marmeladenglas verwendet werden kann. Ich war mir damals schon bewusst, dass dieses Glas alles hat, was ein Glas nicht haben sollte. Denn es hat natürlich für Marmeladenglas ganz viele Ecken. Und dann gibt es ja noch den Punkt, ein Kaffeelöffel passt in dieses Glas genau nicht rein. Ein Teelöffel sehr wohl. Aber darum ging es in dem Moment nicht. Das Erste, worum es hier ging, ist, ich wollte gerne den Mini-Glasmarkt befreien und einfach mal ein Glas produzieren, das nicht schnöde doof aussieht. Das war natürlich ein großes Risiko, weil ihr habt ja sicherlich vielleicht aus früheren Videos schon gehört, wenn man so ein Glas produziert, ist die Anfangsinvestition des Werkzeugs, um dieses Glas zu formen, sehr hoch im fünfstelligen Bereich, mehr fünfstelligen Bereich. Und dann muss man von diesen Gläsern pro Sorte, wenn es ein kleines Werk ist, auch 100, 200, 300.000 Stück abnehmen. Glücklicherweise konnte das Werk, das das damals für uns gemacht hat, auch heute noch für uns macht, tatsächlich schon, ich glaube, die haben angefangen mit 200.000. Das war für uns eine enorme Menge, weil wir mussten das ja von dem und von dem abnehmen. Es waren wirklich viele Gläser. Glücklicherweise ging die Rechnung auf, denn die Hotels und andere Kunden, die Mini-Gläser brauchten, sind sofort auf dieses Glas angesprungen. Es war wirklich eine gute Idee, denn plötzlich gab es wirklich ein besseres Glas. Und ich denke, dass das auch wieder mehr Ansatz gegeben hat, dass auch andere bessere Gläser produziert haben. Dennoch ließen die nächsten Glasentwicklungen in Bezug auf Mini-Gläser tatsächlich auf sich warten, denn das nächste neue Glas, von dem ich weiß, dass es überhaupt kam, war auch wieder von uns. Und zwar basierte das wieder auf einer Hotelerfahrung, denn da gibt es ja Desserts im Buffet. Und die sind meistens so groß, dass wenn man dann sagt, oh, ich möchte gerne alles probieren, man sich einfach maßlos, Entschuldigung, überfrisst, weil es einfach zu viel ist. Und ich hatte in einem Hotel gesehen, dass sie diese kleinen Plastikbecher, das ist jetzt Glas natürlich, aber so kleine Plastikbecher überall auf dem Buffet hatten. Und sie hatten, egal ob Panna Cotta, Tiramisu, was auch immer, alles in diesen kleinen Bechern. Was natürlich verursacht hat, dass man, wenn man dann sein normales Hauptgericht fertig hatte, man auch gerne mal vier so kleine Becherchen essen konnte, eine gute Auswahl hatte und sich nicht überfressen hat. Und das fand ich richtig gut. Nur das Plastik war einfach echt blöd und es wurde auch ja wieder weggeschmissen. Fand ich damals schon doof, ist schon sehr lange her. Und so entstand das nächste Mini-Glas. Das hatte jetzt im Gegensatz zu meinem vorigen Glas alle Vorteile, die es haben muss. Denn gerade, man kommt gut mit jeder Art von Löffel rein. Es lässt sich gut rauslöffeln. In diesem Falle hatte die Form, die zu dieser Entwicklung geführt hat, natürlich kein Gewinde, sondern nur so ein Rundrand, weil ich nämlich die Idee hatte, dass man diesem Deckel, diesem Glas gleich einen Deckel geben kann, weil so kann man die Desserts wenigstens vorbereiten. Und wenn sie nicht genommen werden, kann man sie auch einfach wieder in den Kühlschrank tun. Das fand ich eigentlich damals ganz pfiffig.
Dieses Glas haben wir wieder mit dem Werk gemacht, das auch schon das kleine Quadratglas gemacht hat. Das kleine Kubiglas heißt es bei uns. Und so haben wir auch hier die Technik benutzt und haben die Mündung einfach ausgetauscht und diesem Glas ebenfalls eine Twist-Off-Mündung gegeben, was zum nächsten Miniglas führte. Dies hier hat randvoll eine Füllmenge von 65 Millilitern. Das heißt, wir liegen hier wieder bei den bewährten 50 Millilitern, die endlich mal nicht zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig sind, sondern auch gut reichen für ein schönes Brötchen zum Beispiel. Irgendwann ab da fing der Markt auch an, sich zu bewegen, denn da kriegten wir dann plötzlich auch von anderen Seiten mal ein paar schöne neue Minigläser. Das Bon Marmont-Glas wurde, glaube ich, nachgemacht und ein bisschen verändert. Das haben wir nicht im Sortiment, aber ich glaube, dass irgendjemand das hat, wenn ich mich recht entsinne. Wenn Bon Marmont nicht gemeckert hat. Und dann hatten wir zum Beispiel dieses Glas hier. Das kam zwar aus China, war aber ein bisschen angelehnt an diese tiefgezogenen Gläser und hat diese Anmutung eines Diebglases, wie wir es nennen. Das heißt, eine gerade Form, abgeschlossen mit dem Deckel und wirklich hübsch gemacht. Ein paar Jahre später kam dann auch richtig in Großproduktion orthodoxe deutsche Gläser raus, richtig auch mit einem Diebdeckel. Die kann man schön finden, muss man nicht schön finden. Was ich hier so ein bisschen problematisch finde, ist eigentlich, dass die Mündung genauso groß ist wie das, was man befüllt. Und da wir ja nicht so viel Luft haben wollen, befüllt man das Glas also bis hier, rutscht noch ein bisschen runter, aber man befüllt immer in die Mündung. Das ist nicht ganz so schön, trotzdem sieht das Glas verschlossen eigentlich ganz hübsch aus. Diese Gläser führten dann aber auch wieder zu einer neuen Entwicklung von uns, denn ich hatte irgendwann die Nase voll, weil die Gläser einfach alle irgendwas hatten, was ich nicht gut finde. Entweder ist die Mündung nicht groß genug, die Füllmenge ist nicht groß genug, es hat zu viele Ecken. Und ich habe dann gedacht, sowohl unsere gewerblichen Kunden als auch unsere Verbraucherkunden, die Endkunden, haben schon seit Jahren ein Lieblingsglas, nämlich diese Glasform hier. Das ist diese hier, dann gibt es die so, dann gibt es die auch noch ein bisschen größer und ein bisschen kleiner, aber die lieben diese Sturzgläser und zwar und mit völlig berechtigt, weil man kriegt alles gut rein, man kriegt alles gut wieder raus, man kann es gut sauber machen. Es gibt es in jeder Größe. Auch diese Gläser hier, diese etwas größeren mit dem Theo 82, hier größere Mündung, sind sehr, sehr beliebte Gläser schon seit Ewigkeiten. Und dann habe ich gedacht, wieso sollte man nicht ein Miniglas haben, das dem wirklich entspricht? Und das haben wir dann gemacht. Es führte zu dem Ingenio. Das ist unser Glas, da steht ein G&F unten drauf. Daran kann man sehen, dass es aus unserer Feder kommt. In diesem Fall aus meiner Feder. Aber es ist eigentlich exakt das gleiche Glas wie dieses hier. Nur, dass es eine kleinere Mündung hat. Die super Füllmenge von 50 Milliliter. Und ich finde, es sieht sogar ziemlich groß aus. Wenn man das vergleicht mal mit dem hier, würde ich immer sagen, hier ist mehr drin. Stimmt nicht, ist dieselbe Füllmenge. Es ist in jedem Falle mehr drin als in diesem, Entschuldigung, Doofglas. Und jetzt haben wir es schon eine ganze Weile. Es hat sich wirklich gut gemacht. Also für Mini-Portionen ist das einfach ein ideales Glas. Man kriegt auch zum Beispiel ziemlich exakt den Saft einer Zitrone mit ein bisschen Zitronenschale hier rein. Ganz toll. Für mich ist damit eine ganz lange Odyssee der Mini-Gläser komplett abgeschlossen. Und ich dachte, das könnte euch vielleicht interessieren. Denn das sind zwar nur kleine Gläser, aber da steckt so viel mehr Geschichte drin. Und ich finde eigentlich auch, jetzt abgesehen davon, dass ich meinen Liebling habe, muss ich sagen, dass jedes dieser Gläser schon seine Vorteile hat. Und die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ich finde auch dieses hier schön. Auch das hier finde ich schön. Insofern, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Aber ich für mich bin mit dem Thema jetzt erstmal komplett in Ruhe und habe meinen Frieden. Und das war jetzt mal wieder ein kleiner technischer Beitrag in Bezug auf meine Profession. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.